Und da ist nochmal Wut. Nein! Zug! Zurück! Ich komme, Holz! Und Scrap Metal! Oder nein, Holz! Holz ist unerlässlich. Aber da an das Dings kommen wir nicht mehr dran, glaube ich. Halt, stopp! Anhalten! Anhalten! Ich glaube nicht, dass wir an Scrap Metal rankommen, oder? Ich glaube nicht, oder? Hallo, wenn wir vielleicht ein bisschen noch zurückfahren, dann ja. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Wir haben so viel Stahl eigentlich. Also Stahl haben wir, glaube ich, genug. Gut, man kann nie genug haben, ne? Muss man einfach sagen. Was macht er denn da jetzt? Ach, guck mal, er hat sich zusammengezogen, weil wir zurückgefahren sind. Ja, ist doch gut. Ich weiß, dass es nicht zurückgeht. Wir kommen da nicht zurück. Das ist das. Ich habe immer gedacht, wunders, was es ist. Aber jetzt wissen wir es. Die Blockade. So, dann geht's jetzt weiter. Wieder in die andere Richtung. Nämlich... Na, oh, warte mal. Halt, stopp. So, jetzt aber. Okay. Hallo? Grün auf jeden Fall auch wieder mitnehmen. Ganz wichtige Ressource. Fett sollen wir auch wieder sammeln demnächst. Ich hab Scrap Metal im Augenwinkel gesehen. Deswegen düse ich da mal eben schnell hin. Na! Sag mal... Warum hängt das nicht hier an? So. Oh nein, bleib stehen, Zug! Oh nein, oh nein, oh nein! Der Zug rollt unerbittlich weiter! So, nochmal anhalten, haben wir irgendwas verpasst? Natürlich. Die Musik ist wieder sehr schön ruhig. Wahrscheinlich geht's gleich wieder los. Bin gar nicht darauf vorbereitet. Gut, wir haben ein bisschen Rüstung. Das blöde Vieh hat uns ja weggeballert. Kann man ja sagen. Die Rüstung so ein wenig. Aber ist nicht schlimm. So, zack. Zack. Weißer Unterholz. Ich komme! Ich gleite dahin. Da ist auch... Holz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und unser Fridolin sammelt ja auch zwischendurch, ne? Müssen wir auch mal einsammeln. Dürfen wir nicht vergessen. Fridolin, bester Mann. Bester Mann hier an Bord. Haben wir alles? Wir haben fast... Ja gut, da nicht, ne? Hier, warte mal, ich fülle die mal eben da auf. Mit 5. So, dann ist da jetzt auch voll, ne? Ja, alles voll mit Scrap Metal. Da ist noch grün. Wir haben sogar noch ein bisschen grün. Also Chemikalie. Na. Was ist da drin? Da ist Fett drin, ne? Hier unten. Leder. Ja, pass auf, pack das nochmal da rein. Vorsichtshalber. Holz. Nicht viel, ne? Muss man einfach so sagen. Es ist nicht viel Holz. Es ist fast gar nichts. Es ist ein... Ja, ich möchte schon beinahe sagen, ein Fotzenhärchen, was wir nur an Holz haben. So, trinken sollten wir auf jeden Fall. Und dann geht es auch schon direkt spannend weiter. Mit der Reise ins Nichts. Ja. So, noch mehr Scrap Metal. Juhu, ich hätte gern mehr Holz.
Können wir uns vielleicht den nächsten... Ja, ich höre ihn. Ich höre ihn aber... Wo ist er? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Wo sitzt er? Der sitzt irgendwo am Stein. Wie so ein Fensterputzer im Aquarium, weißt du? Die Fische, die so an eine Scheibe so... Hockt er da in seinem kleinen Kämmerchen wahrscheinlich irgendwo. Ich höre da! Haha! Na, du Kackaffe! Gut, dass man den vorher hört. Da kann er wenigstens das Schiff, wollte ich gerade sagen. So kann er wenigstens den Zug nicht angreifen. Gab nichts. Ist wie ein Sechser im Lotto. Mal hast du Glück, mal hast du kein Glück. So, da gibt's Essen. Da gibt's nochmal Wood. Da gibt's nochmal Eis am Stiel. Ah, wir finden so viel Scrap Metal, ne? Schon ein bisschen in Überschuss, muss ich sagen. Ich hätte echt gern lieber Wood. Aber bin mal gespannt, wenn wir Kohle produzieren können demnächst. Dann kriegen wir vielleicht auch demnächst besseren Brennstoff. Das wäre natürlich nice, ne? Weil da stand ja irgendwas, dass Kohle, glaube ich, besser brennt, ne? Oder zumindest können wir das einsetzen in den ganzen Öfen. Vielleicht bringt das ja was. Müssen wir mal gucken. So, halt mal eben an. Fridolin hat nichts gesammelt. Ich wollte nur mal gucken. Aber auch der Backpack, den verstehe ich voll nicht. Wieso der Backpack quasi jetzt so viel eingenommen hat, aber irgendwie ein Heavy Item Slot. Danke. So. Er kotzt uns immer die Tasche voll, das ist sehr schön. So, da ist jetzt auch voll. Und da ist jetzt auch fast voll. Leder haben wir. Das ist hier unten gewesen. Wasser. Wir haben auch noch keine Seeds gefunden, ne? Also noch nichts für den Garten und so. Und auf jeden Fall was zu trinken demnächst wieder. Jetzt ist auch wieder die Musik. Jetzt ist das mit das Monster weg im Hintergrund, ne? Wo wir die ganze Zeit erst so gewartet haben, war ja das Monster immer irgendwie zu hören. Kann das sein, wenn man zu lange wartet, dass man irgendwann angegriffen wird? Ist das möglich? Ist das... This is the possible what the game we tell me? Jetzt, when I waiting here for a long time und ich nur am hin existieren, dass das Spiel mir sagen möchte, reise weiter. Ist das a possible message, was the game me happening to me sagen möchte? Ich hoffe, dass es das nicht ist. Warum ist hier eine Pfeilspitze mit einem Bogen und... Naja. Ihr könnt mir das sicher beantworten. Ihr habt das wahrscheinlich schon tausendmal durchgespielt. Oder... Uah. Und wisst das wahrscheinlich auch alles besser wie ich. Oder habt ein bisschen mehr Informations for me. So wie bei Subnautica und so. Habe ich ja ganz toll gefunden, dass ihr da alle so fleißig geschrieben habt. Für die schon gespielt haben und so. Immer alle hilfreichen Tipps, da bin ich sehr dankbar drüber. Danke. Weil ohne euch würde ich da, glaube ich, gar nicht klarkommen. Und ja, ich weiß, es waren einige traurig, dass es nicht weiterging. Aber bitte habt ein Nachsehen. Ich würde auch gerne ein bisschen was anderes noch spielen. Denn ich habe noch so viel zu spielen. Auch im Stream habe ich noch so viel zu tun. In Anführungsstrichen, Gänsefüßchen. Da kommen noch so viele Spiele auf uns zu. Auch die jetzt neu demnächst irgendwann rauskommen. Und ich bin immer noch nicht mit den alten fertig. Das ist so ein, irgendwie so ein nie endender Kreislauf.
kann ich nicht hier irgendwie Stein abarbeiten oder so einen Baum absägen, dass ich Holz kriege? Mann. Ist ja mal gar nichts. Nichts, hier ist nichts. Bin enttäuscht. Ja, ich bin enttäuscht. Ja, sieht man mir auch an, ne? Ja. Mega enttäuscht. Aber da ist Holz. Das nehmen wir mit. Nee, das ist Scrap Metal, natürlich. Und das ist natürlich Wood. Oh, da kommt wieder eine Station. Oh, oh. Oh, oh. Freunde, es gibt wieder eine Menge Action. So, gibt es hier noch was zu sammeln? Vielleicht finden wir ja dann noch ein bisschen was. Ich sehe auf jeden Fall Gegner. So viel steht schon mal fest. Idolin, warte mal. Die Frage ist, wie viel sind da? Ich sehe zwei. Da läuft einer und da ist einer. Drei sind's. Da in der Mitte läuft auch noch einer. Oh, der hat der eine andere Wumme? Kann ich ihn angreifen? Ja, die schießen schon auf mich. Natürlich. Ich sollte... Alter. Bremse. Alter, wie viele sind denn das? Bruder. Holy fuck, Alter. Nein, mein Ofen. Ich mach meinen Ofen im Eimer. Ihr Penner! Hört auf damit! Alter, ich bin gleich tot! Bruder! Alter, was für eine Rüstung der hat! Holy shit! Junge, was ist mit dir? Alter! Bruder, da muss ich auch... Nein! Oh nein, was? Nein! Ah, man spawnt wieder hier. Okay, das ist gut. Nicht jetzt sterben. Ich will meine Sachen behalten. Nicht jetzt sterben. Ich will jetzt gerne meine Sachen behalten. Bam, 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 bam. Ich fliege hier rum, ihr könnt mir gar nichts. Dein Ernst, Junge? Was ist mit dir? Oh nein, der ist gepanzert. Glaubst du mir, oder? Alter, ich muss alles aufsammeln hier. Pick up, 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 not enough space, was? Oh, ich hab ne... Oh. Ich sammle hier Münzen auf. Geil, da sind die Token. Was, wer, wo? Junge, was ist mit dir? Der ist auf jeden Fall eine härtere Nuss, ne? Der droppt auf jeden Fall irgendwas. Pickup? Ja, nehme ich mit. Habe ich denn jetzt alles, was ich verloren hatte? Ich hoffe ja. Da, was ist los mit dir? Wo ist er hin? Hä, wo... Okay, es macht fast gar keinen Schaden mehr, meine Waffe. Ich brauche unbedingt eine andere. Ich brauche unbedingt eine andere Waffe. Das ist so wie das Abend in der Kirche. Und ich brauche Rüstung. Oh ja, geil. Endlich aufs Klo. Oh, oh, oh. Oh, das war mal fällig. Hände waschen nicht vergessen. Genau. Und Achtung, nicht die Tiere füttern. Endlich darf ich aufs Klo gehen. Und wieso mache ich schon wieder die Spinde auf? Musik. War es das hier? Jetzt sind wir auch mal gestorben, jetzt haben wir das auch mal gesehen.
Ist hier so ein Automat? Vielleicht so ein Automat, wo man... Da ist nichts drin. Wo man die Token nutzen kann. Ist ja toll. Betreib Sicherheit, Schichtleiter Tor Tobi. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Okay, Spezialmunition, 2 Stück. Nice. Das war's dann, glaube ich, hier auch. Jetzt müssen wir nur den Schalter finden. Alter, wie viele es waren. Und die sind auf jeden Fall stärker gepanzert gewesen. Holy shit. So, jetzt ist das weg. Und wir können weiter. Ich wollte gar nicht zuschlagen. Man kann auch boxen, krass. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte irgendwas gebaut haben. Wir brauchen auf jeden Fall... Alter, die Token. Der Ofen, ne? Ich muss den Ofen reparieren. Kann ich nicht, oder? Doch. Okay, die haben ganz schön zugesetzt, ne? 97, 98, 97, 98, ach, 96. Ja gut, das geht ja noch. Deswegen, wir brauchen unbedingt Wände. Also, so viel steht schon mal fest. Wir brauchen definitiv Wände. Das, ja. So, was wollen wir gebaut haben? Wir brauchen Rüstung. Was ist das hier? Uncreatable Frame. Hallo? Barrel? Frame? Ich habe einen Frame gesammelt. Kann ich den nutzen? Wie kann ich das ändern? Frame. Ah, hier. Ist das jetzt repariert? Was mache ich denn hier? Habe ich das jetzt repariert? Ist das fertig? Was? Armory 1. Change? Hä, oder bastelt man jetzt so Stück für Stück seine Waffe zusammen? Rip, Barrel, Core. Aber wie wechsle ich das denn? Remove Item. Nein, warte. Also, create is da old friend. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Lauf für ein Maschinengewehr, wenn ich das richtig gesehen habe. Pack hier mal hier rein, genau wie die Münzen. Ansonsten würde ich tatsächlich mal schauen, ob wir... ja, ich würde mir, glaube ich, erstmal Dings bauen. Erstmal hier so eine Panzerung. Ein Barren. Komm, let's go. Wir brauchen sowieso ein paar mehr. Direkt mal 4 hinterher. Let's go. Was soll der Geiz? Attacke. So. Stell ich mir direkt erstmal Schutzschild her. Das packe ich mir direkt in die Brust rein. Weil ich würde jetzt gerne ein bisschen basteln noch, wenn wir schon dabei sind. So, use. Ah, zack. Essen, trinken sieht ganz gut aus. Das passt alles. So, was brauchen wir denn jetzt? Ich würde jetzt gerne hier mal anfangen hier. Wir fangen mal hiermit an. Den Driller. Wir brauchen 2 Zahnräder. 2 Kolben haben wir. 2x Schrauben und 2 Zahnräder. 2x Schrauben und 2x Zahnräder. Ich stelle noch mal ein paar Barren her. So. Die Dings haben wir, ne? Die Kolben. Die Kolben haben wir, das haben wir auch. Das haben wir schon vorbereitet gehabt. So, 2x Schrauben.
changen wir mal. Packen wir hier nochmal ein bisschen was rein. Dürfen wir alles haben, oder? Haben wir jetzt alles? Ah, 4 Barren brauchen wir jetzt. Hui, das ist teuer. Gut, wir haben aber... Wir kriegen 4 Barren hin, das ist nicht das Problem. Wir haben genug Scrap Metal. Ah, Schmelze 1, weil da wird wahrscheinlich so sein, wenn du Schmelze 2 oder so ein Kram irgendwann hast, dann kannst du wahrscheinlich auch viel, viel mehr bauen, als wie nur 5 Stück oder so. Das ist 100%. So, ich will mal eben was trinken. Ich habe so einen trockenen Hals. Aus der grünen Flasche. Ah. Pick up. Gut. 4 Barren, ne? Dann haben wir ja eigentlich erstmal alles. Dann würde ich das schon mal machen. Ein Driller. Ich bin gespannt, was der Driller kann. Jetzt brauchen wir nur noch das, ne? 4 Zahnräder, 4 Barren. Tutorial. Heavy objects. At some point you will find large pieces of resources, such as ice or coal. If you don't already have a driller to crush them, you can set them on the train to store them until needed. Heavy objects can be carried not only in your hands, but also in a special backpack, which you can learn and create for your character. Ah, dafür ist es also. Wir kriegen also riesige Eisbrocken oder Kohlebrocken, die wir dann mit dem großen Rucksack tragen können. Dafür ist der. Ach so. Das ist ja sehr schön. Wir brauchen 4 Zahnräder. Wir müssen nochmal ein bisschen schmelzen. Holz. Holz geht wieder aus, ne? Ich werde trotzdem erstmal ein bisschen schmelzen. So, wir brauchen 4 Stück, ne, an der Zahl. Er hat wieder gekotzt, geil. So. 4 Zahnräder an der Zahl. Und wir müssen den ja auch noch bauen, ne? Genau wie den Driller und so, ne? Und 4 Barren. Okay. Ja, Holz, ich weiß, I know. So. Also, brauchen wir nochmal 2 Zahnräder. Dann haben wir 4. Und jetzt brauchen wir nur noch 4 Barren, dann können wir das auch researchen. 3 und 4. So, damit haben wir 4 Stück. Jetzt brauchen wir noch 4 Barren, ne? Einen müssen wir, glaube ich, noch herstellen. Ja. Mach mal ruhig ein bisschen mehr, weil wir müssen noch ein bisschen weiter bauen. Wir müssen den Driller ja auch bauen, ne? So viel steht schon mal fest. So, einen Barren nehme ich schon mit, wenn er fertig ist. Und dann mache ich schon mal hier Research. Die Presse. So. Dann haben wir das auch gelernt. So, was brauchen wir denn für Dings? Lass mal gucken. Nein, ich brauche gerne das Buch einmal, bitte. Da, den Driller. Da ist der Driller und wo ist die Presse? Produktion. Aber wo ist die Presse? All Buildings. Okay. So, wir können das ja mal platzieren. Alter, ist das riesig. Was zur Hölle ist das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte gern Wände, ja, wenn es geht. So. Nein. Alter, wie... Gott, wie groß ist denn das? Mal eben kurz gucken. Da so, da nach da. Oh Gott, ist das furchtbar. Was zur Hölle ist das denn? Also, wir brauchen 2x Schrauben, 2x Kolben, 2x Zahnräder, 3x Barren. Das ist ja alles ganz toll.
Zweimal Schrauben, zweimal Zahnräder. Ich muss noch ein bisschen schmelzen, ne? Hui. Das wird teuer. Und wir haben, glaube ich, kein Holz mehr, ne? Ah, noch hier noch ein bisschen. Unser Holz geht aus. So, zweimal Zahnräder, zweimal... Was war das jetzt? So, zwei Kolben, zwei Schrauben und zwei Barren. Zwei Schrauben. Geht da zügig. So, jetzt haben wir schon mal zwei Schrauben. Zwei Barren und was war das noch? Ach, zwei Kolben, ne? Ach so, da brauchen wir wieder dieses... und dafür brauchen wir im Lab, ne? Fett und Grün, okay. Fett und Grün. So, warte. Fett und Grün haben wir hier. Hallo? Fett und Grün würde ich aber gerne einmal nur ein. Packe ich das nämlich wieder da rein. Oder war das zwei? Nee, ein. Okay. Alles klar. Nice. Aber das Holz wird nicht reichen. Nein! Also Holz ist echt rar, ne? Ja, juhu, fertiggestellt. Okay, aber wir brauchen zweimal, ne? Ja, wir müssen zweimal haben. Ich bin so schlau. Das heißt, wir brauchen noch einmal Fett und noch einmal Grün. Stellen wir das nochmal her. War ich nicht. So, zweimal bitte die Kolben. Und wir brauchen zwei Barren, ne? Wenn einer fertig wird, reicht auch erstmal. Aber die Fresse habe ich jetzt nicht gesehen, dass man die bauen kann oder so. Also... Ja, so langsam wird's, ne? Es wird richtig voll hier auf unserem Zug, Alter. Es ist schon recht krass, was wir jetzt hier schon gebaut haben. Ja, ich hab doch Barren. Was will er denn? Drei Barren. Aha. Create. Kohle. Ah, Waterbidon. Da ist er. Juhu. Da stellt man den her. A large fossil filled with surface water. Krass. Ice Crushing. Und Kohlebrikett. Okay, da müssen wir Kohle sammeln. Da brauchen wir aber erstmal den großen Kohleblocken. Also den hier müssen wir herstellen. Und daraus können wir dann das herstellen. Das Brikett für den Ofen. Okay, es wird richtig geil. Zweimal von diesem grünen Getränk brauche ich. Oder was auch immer das sein soll. Warte mal. Ich guck mal eben. Stell ich mal eben her, ja? Hat er das jetzt erstellt? Nein, natürlich nicht. Nein, change. Hä, wieso ist das Holz immer weg? Hä, ist das ein Bug? Okay, dachte schon. Wir brauchen aber noch dieses Eis, ne? Ich rüber mal ein bisschen weiter. Da war nur Munition am liegen, ne? Da müssen wir ja dieses Eis einsammeln. Tschu-tschu!
Ihr könnt mich niemals aufhalten. Aber es wären auf jeden Fall schwerer, die Gegner. So viel steht schon mal fest. Wir sollten auf jeden Fall aufpassen. Was ist das denn da? Hui! 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 So. Und wir brauchen definitiv eine andere Waffe, weil das, das geht gar nicht mittlerweile. Was wollte ich jetzt? Achso, wir brauchen dieses Eis noch, ne? Haben wir da nicht noch irgendwas hier drin von? Doch, haben wir. Juhu, warte mal. Anhalten! Mal eben kurz ein bisschen Holz mitnehmen, falls wir noch was brauchen. Scrap Metal ist uns auch schon wieder ein bisschen ausgegangen, ne? Wir haben jetzt natürlich auch ein bisschen was hergestellt, muss man ja auch sagen. Aber nichtsdestotrotz würde ich gerne mal gucken, was der Water Bidon so macht, wenn wir den createn. Ist der zum Trinken? Das dauert ein Weilchen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja gut, das, ja, puh. Puh, wir haben doch keine Zeit. Ja. So, Waterbidon. Kann ich das usen? Wofür ist denn das? A large fossil filled with serviced water. Ja. Aber wofür nutze ich das denn? Das ist doch ein Eimer, oder nicht? Aber wie nutze ich den denn? More details drop? Nee. Hm. Muss ich den vielleicht irgendwie am Ofen füllen? Oder vielleicht später irgendwann? Kann ich den vielleicht befüllen mit Drinks? Hm. Komisch. Naja gut, wir werden es auf jeden Fall rausfinden. So viel steht schon mal fest. So, Essen, ja. Was wollten wir noch herstellen? Wollten wir noch irgendwas herstellen? Achso, wir müssen ja erstmal sammeln wieder, ne? Wir haben ja erstmal wieder keine Ressourcen mehr groß übrig. Wir haben ja erstmal wieder gebaut wie die Weltmeister. Deswegen würde ich jetzt erstmal... Ja, hier fehlt auch ein bisschen was. Oh ja. Oh ja. Oh ja, wir müssen auf jeden Fall nachlegen. So, den Barren packe ich mal hier rein. Den Waterbidon lasse ich mal drin. Das Fleisch packe ich mal hier mit rein. Und das grüne Zeug kommt wieder hier hin. Dann haben wir das auch soweit. Der Driller ist ganz cool. Ich bin gespannt, wie das mit der Kohle funktioniert und alles. Und ich muss mich mal schlau machen, wie der Waterbidon funktioniert. Ich würde aber eins noch gerne gucken. Dann würde ich auch, glaube ich, zum Ende kommen, so langsam in der Folge. Danke für Scrap Metal. Ich lagere es ein. Fridolin, du bist echt ein Held. Und zwar, was wir als nächstes am Research Table entdecken können. Ist es das, was ich denke? Es ist das, was ich denke. Das wird in der nächsten Folge sehr lustig, denn wir werden versuchen, wahrscheinlich dann in den nächsten Folgen die Stream Engine herzustellen. Das heißt also unsere erste Dampflok. Dann brauchen wir hier nicht mehr rumhebeln. Gut, ich hebel sowieso nicht, aber dazu müssen wir aber erstmal wieder Ressourcen farmen. Oh, das wird so lustig. Ich bin auch gespannt, wann wir die Presse bauen können, weil anscheinend aktuell können wir sie noch nicht bauen. Der Waterbidon kam ja auch später.
weil wir ja jetzt da den Crusher gebaut haben. Also es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant und ich freue mich auf die Stream Engine. Ja, heißt so, ne? Stream Engine, ne? Steam Engine. Auf die Steam Engine freue ich mich. Ne? Nicht Wallpaper Engine von Steam, nicht das, sondern wir werden hier mobil mit Rauch und Dampf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Zug wächst und gedeiht. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin raus. Macht's gut. Euer Onkel Klaus. Tschüss.